Hallo Leute, mein Name ist Hotzostay und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Wie ihr an der roten Box unter mir sehen könnt, ist unser heutiger Bild etwas Redstone-lastig, denn wir werden endlich die Holzfarm angehen, von der ich schon so lange erzähle. Aber weil die Holzfarm etwas komplexer ist als die Eisenfarm hinter mir und die Schwarzpulverfarm noch weiter hinten, werde ich den ganzen Prozess in kürzere Videos packen und versuchen, den Redstone-Mechanismus so zu erklären, dass ihr das auch besser verstehen könnt. Denn mit Redstone ist es so, man kann einfach ein Tutorial verfolgen, eine Farm bauen, aber ob man dann am Schluss verstanden hat, wie der Redstone genau funktioniert und dass man dann mit eigenen Mechanismen auftrumpfen kann, ist immer etwas fragwürdig. Drum hier auch der Versuch, das Ganze so zu präsentieren, dass es verständlich ist und drum das kürzere Format dafür in mehreren Videos. Also, lass uns loslegen. Um an Holz zu kommen, müssen wir Bäume wachsen lassen und das machen wir in einer automatisierten Form. Und zwar pflanzen wir hier drauf unsere Saplings und dann haben wir hier, und das ist vielleicht wichtig, wenn man das Ganze, wenn es egal ist, wie das Layout rauskommt, muss man nicht viel darüber denken. Aber so wie ich das hier ausgelegt habe, soll das Ganze hier in die Länge gehen, sprich, wenn der Baum hier wächst, schieben wir das Holz da nach hinten und da hinten werden wir es dann mit TNT zerlegen. Das heißt, wir kommen hier von dieser Seite pflanzen und dann wird das von da rüber geschoben. Und hier brauchen wir einen Dropperturm. So funktioniert das. Und dann hier einen Dispenser, der uns das Bone Meal der den Sapling mit Bone Meal versorgt und so den Baum wachsen lässt. Nun, damit das Bone Meal da oben ankommt, das kommt von hier unten rein, brauchen wir etwas Power. Und das machen wir, indem wir falsch rum, indem wir hier einen Observer platzieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir werden auch hier oben noch einen Observer brauchen. Und jetzt seht ihr, dieser Observer powert diesen Block, powert den Dispenser da. Und was wir jetzt noch brauchen, habe ich nicht hier drin. Node Block. Hier unten kommt ein Node Block hin. Und dann brauchen wir zwei Hopper, um diesen Dispenser zu füllen.
denn ein Dispenser oder ein Dropper hat eine doppelte Geschwindigkeit wie ein normaler Hopper. Sehr gut. Teil 1 erledigt. Und wir wollen das Ganze dafür brauchen wir eine Clock. Und das machen wir, indem wir hier unten eine Sticky Piston platzieren. Und wenn wir die nach oben schieben, schiebt sich der Observer nach oben und dann haben wir hier eine schnelle Clock, welche kontinuierlich den Dispenser befüllt und gleichzeitig der Observer da oben, der beobachtet auch die Clock und da ziehen wir nach oben auch noch ein Signal raus. Da wir ja nur das Holz nach hinten schieben wollen, müssen wir zuerst dafür sorgen, dass das ganze Laub entsorgt wird. Und als Nebenprodukt wir Säpplinge zurückbekommen, die wir dann dem Player wieder zuführen, indem wir hier einen Dropper platzieren, sodass die ganzen Säpplinge, die wir hier rausbekommen und auf diesen Hoppern landen, oder Trichter heißen sie, glaube ich, auf Deutsch, dass die da reingeführt werden und der Benutzer diese wieder zurückbekommt. Und wir machen das, indem wir hier rundherum Hopper platzieren, einen mehr auf dieser Seite, genau. Und dann können wir hier stehen, pflanzen und alles, was von dem zerstörten Laub reinfällt, sprich Säpplinge, Sticks und die Äpfel von den Eichbäumen, denn Minecraft funktioniert nun mal so, bekommen wir dann da wieder zurück. Bis zu diesem Punkt ist der Redstone noch nicht allzu kompliziert. Das Key-Element oder Schlüsselelement ist diese Observer-Clock, die wir hier mittels der Sticky-Piston ein- und ausschalten können. Diese Clock powert diesen Block stark, was diesen Dropper powert, sodass die Items da drin nach oben durchgereicht werden. Mit dem No-Block hier unten können wir das gleiche für den unteren Dropper erreichen. Aber der obere Dropper und der Dispenser hier ganz oben, die sind noch nicht gepowert. Hier wird es nun etwas komplizierter. Nicht allzu sehr. Und zwar haben wir ja auch hier oben einen Observer und wenn die Clock da unten läuft, tickt auch dieser Observer im gleichen Takt mit. Das heißt, wenn wir hier einen Block platzieren, wird der im selben Rhythmus gepowert wie der Block da unten. Der Block muss Glazed Terracotta sein, denn eventuell werden wir dann Slimeblöcke und Honigblöcke hier haben und wir wollen nicht, dass dieser Block verschoben wird. Dann hier ein Comparator und ein Repeater. Damit bekommen wir etwas Delay rein,
so dass der Dispenser stark gepowert wird, weil wir haben ja direkt den Repeater da rein und nicht über einen separaten Block. Und dadurch wird auch der Dropper darunter gepowert. Dann brauchen wir hier auf dieser Seite Glas und ein Comparator drauf. Und das sieht nun etwas komisch aus, denn wie soll dieser jemals gepowert werden? Ganz einfach, wenn hier ein Baum steht, wird dieser Baumstamm durch den Dispenser gepowert und wir bekommen hier hinten ein Signal raus. So. Und dann auf dieser Seite brauche ich auch wieder einen Glazed Terracotta Block. Und hier unten einen Abstand. Redstone das drauf, denn wenn dieser Block über den Comparator gepowert wird, wird dieser Redstone gepowert. Und hier auf dieser Seite platzieren wir eine Redstone-Fackel. Und wenn das passiert, wird diese depowered. Und warum wir das brauchen, das werden wir gleich sehen. Denn hier unten kommt nun ein Fass hin. Und da rein machen wir einen Trichter und wir werden dann hier oben stehen und für den Fall, dass unser Inventory voll ist und wir zusätzliche Saplings bekommen, landen die da unten drin und gehen ins Fass rein. Und weil auch hier hinten was landen könnte, ein zweiter Trichter. Sehr schön. Und damit unser Fass nicht überläuft, machen wir hier hinten noch ein bisschen einen Kanal, so dass wir das Fass leeren können und die alles, was da rauskommt, in eine größere Kiste platzieren oder was immer wir auch damit machen wollen. Der Grund, warum dass wir diesen Mechanismus hier haben, ist mit der Redstone-Fackel, ist dieser Hopper disabled. Das könnt ihr oben rechts sehen, rot, enabled false. Und normalerweise sind die Dropper enabled. Und das heißt dann, dass dieser Hopper nur enabled ist für einen kurzen Moment, wenn unser Baum gewachsen ist und nur dann die Items hier drin ins Barrel reingehen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen diesen Dropper noch powern. Das machen wir, indem wir hier einen weiteren Observer platzieren. Dieser powert das Barrel selbst und dadurch den Dropper. Und dann müssen wir uns um den Ein-Aus-Switch kümmern, der diese Sticky Pissen nach oben befördert oder eben wieder nach unten, beziehungsweise den Observer. Und da wir hier ein Barrel haben statt einer Kiste, können wir das Barrel öffnen, könnten wir nicht mit einer Kiste, weil wir einen Block oben drauf haben. Aber so können wir hier einen Observer platzieren, eine Sticky Piston. Und da
Nochmals einen. Einen Observer darunter. Sehr schön. Und dann brauchen wir hier einen Block. Wenn der Observer nach unten geschoben wird, durch die Bewegung wird ein Signal getriggert, powert diesen Block, und dann werden wir hier noch einen Block haben und hier auf diesem Block einen Repeater. Dieser Block wird gepowert, Repeater powert diese Pisten und dadurch wird der Block der Observer nach oben geschoben. Sehr schön. Und weil das alles kurze Pulse sind, geht die Piste da auch wieder nach unten und lässt aber den Observer oben und das Ganze können wir wieder ausschalten. So. Das war's eigentlich vom ersten Teil dieser Holzfarm. Ich glaube, ich hole mir mal einen Sapling und etwas Bone Meal, damit wir auch schauen können, funktioniert das Ganze denn auch überhaupt. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier machen können. Ein bisschen Bone Meal hier unten rein. Und das muss zuerst dann nach oben durchtransportiert werden. Dann kann ich schon mal den Sapling setzen. Und dann schauen wir, ob das funktioniert. Wunderbar! Und ausschalten funktioniert genauso. Sehr schön. Also wir können schon automatisch Bäume wachsen lassen. Was wir jetzt noch brauchen, ist, wir müssen automatisch auch sicherstellen, dass die Blätter zerstört werden, so dass wir neue Saplings hinzubekommen. Sehr schön. Ich denke oder ich befürchte, das mit dem kurzen Video hat nicht ganz geklappt. Ich hoffe trotzdem, ihr habt bis hierhin durchgehalten und das Ganze war etwas instruktiv für euch. Und das nächste Mal, im nächsten Teil, kümmern wir uns um das Brechen der Blätter, so dass wir an die neuen Saplinge kommen, so dass wir einen Kreislauf haben. Aber wie gesagt, das im nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.